Russland und China und auch andere Staaten planen eine neue Weltreservewährung. Damit wollen sie ganz klar den Dollar angreifen und die Dollardominanz. Ich will mir in diesem Video mal ansehen, wie realistisch ist es denn, dass so eine neue Währung wirklich entstehen kann? Und vor allem, wie könnte so eine Währung aussehen? Wird das so eine ungedeckte Währung wie Euro, Dollar und die anderen? Oder könnte man sogar davon ausgehen, dass eine Art Golddeckung oder Deckung andererseits vorliegen könnte? Spannendes Thema, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen auf bitcoin.com. Ich blende euch mal ein. Und diesen Artikel fand ich so spannend, dass ich weitergehende Recherchen für euch angestellt habe und daraus wurde dann dieses Video. Ich übersetze euch mal ganz kurz auf Deutsch die Überschrift und die Überschrift bedeutet mal frei übersetzt, dass so die Vorherrschaft, die Hegemonie des Dollars angegriffen wird oder ins Visier geraten ist und dass Russland, China und die restlichen BRICS-Nationen einen Plan geschmiedet haben, um eine neue internationale Reservewährung zu etablieren. Und das ist natürlich geopolitisch extrem spannend, vor allem weil hier wirklich offen kommuniziert wird, dass der Dollar, ja, ich will nicht sagen am Ende ist aus Sicht der BRICS-Staaten, sondern dass man die Vorherrschaft, so wird ein Schuh draus, des US-Dollars beenden will. Bevor ich weitergehe, erstmal noch vorab für alle diejenigen, die noch im Besitz oder vielleicht auch leider im Besitz, weil sie nicht verkaufen konnten, im Besitz von russischen Aktien sind. Da hat sich ja in letzter Zeit viel getan, die wurden ja vom Handel ausgesetzt. Dann sah es schon aus, wie wenn es ein Totalverlust wäre. Dann gab es die Weisungen bei manchen Brokern, bei anderen nicht. Dann gab es viele Fristen, die beachtet werden mussten. Und ich habe positive Nachrichten, die Fristen wurden wieder erneut verlängert, seitens auch der russischen Seite und auch der westlichen Verwahrstelle. Das heißt, ja, das Kind ist noch nicht ganz in den Brunnen gefallen und ich werde deswegen am Dienstag in einer Spezialausgabe, ich blende es euch mal ein, in meinem Report darüber schreiben, welche Fristen denn aktuell gelten, welche Broker meines Wissens ja kooperativ sind und bei diesen Weisungen mitmachen, ob es noch realistisch ist, ein russisches Aktiendepot zu eröffnen. Also all diese Fragen, die ja, euch wahrscheinlich durch den Kopf gehen, werde ich in diesem Report beantworten. Deswegen, wenn ihr diese Spezialausgabe haben wollt, natürlich vollkommen kostenlos für euch, tragt euch in meinen Report ein. Ich verlinke ihn auch unten drunter und habt ihr das nächste Woche am Dienstag um 7 Uhr früh in etwa in eurem Postfach. Und ich werde euch auch ein paar Links präsentieren mit so Vordrucken, was man machen kann, wenn der Broker nicht reagiert. Also das mal so viel zum Thema Russland-Aktien. Aber kommen wir mal zurück. Russland, China und die BRICS-Nationen wollen eine neue Weltreservewährung etablieren. Und da erstmal für alle, die sagen, BRICS-Nationen, was ist denn das? Blende ich euch eine Grafik ein. Die Grafik habe ich mir mal von länderdaten.info gemopst und ihr seht die klassischen BRICS-Staaten. BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Ihr seht die Länder hier in blau, ja, markiert. Allerdings, der BRICS-Club erweitert sich in letzter Zeit, weil es immer mehr Anwärter gibt, die einfach dazu stoßen wollen. So gab es zum Beispiel auch jüngst die Meldung, dass der Iran in den BRICS-Club aufgenommen werden will. Gibt es ja auch eine große Kooperation mittlerweile zwischen Russland und dem Iran, was so das Zahlungssystem angeht. Der Iran ist ja ähnlich wie Russland auch vom SWIFT-Netzwerk abgeschnitten und Russland hat da ein eigenes Netzwerk schon 2014 entwickelt, so eine Art Nachrichtensystem für Finanztransaktionen und ein eigenes Zahlungssystem, was sich MIR nennt. China hat auch ein eigenes System, das nennt sich CIPS, C-I-P-S, also nicht Chips, sondern CIPS. Und da sieht man, dass diese Länder, ja, Russland, China und die anderen, die Anwärter für die BRICS-Staaten oder die neu aufgenommen werden wollen, dass die immer stärker kooperieren, so also auch nicht nur der Iran, sondern auch Saudi-Arabien will in den Club aufgenommen werden, vielleicht auch die Türkei und verschiedene andere Länder in Südamerika. Also ihr seht schon, der BRICS-Club wächst und jetzt schon leben um die 40% in den BRICS-Nationen, während nur 11% der Weltbevölkerung in den G7-Staaten wohnen. Also das nur mal zum Vergleich. Und dieser BRICS-Club, der also größer wird, wirtschaftlich dominanter, hat sich jetzt also bei einem letzten Treffen in Peking ausgedacht bzw. dazu entschlossen, dass man eine eigene Weltleitwährung erschaffen will. Ja, was ist da der Hintergrund? Warum ist so eine Weltleitwährung überhaupt sinnvoll? Und die ist deswegen sinnvoll, und das sieht man auch gut am Beispiel der USA, weil ja der US-Dollar so seit, ja auch seit
Ende des Zweiten Weltkriegs die absolut vorherrschende Weltleitwährung ist. Der Dollar begünstigt natürlich die USA, dass sie sich verschulden können, weil jeder den Dollar will und braucht. Sind also viele gewillt, in den Dollar zu investieren und dadurch auch in US-amerikanische Staatsanleihen oder Aktien zu investieren. Das ist also ganz, ganz wichtig für die Refinanzierung der USA. Gleichzeitig können die Amerikaner oder kann die USA, die US-Regierung, den Dollar abwerten und trotzdem entsteht kein allzu großer Vertrauensverlust, weil einfach der Dollar so gefragt ist. Also mit dem Dollar kann man viel steuern, bestimmen weltweit und wie man auch gesehen hat anhand der Russland-Sanktionen, ist der Dollar auch eine mächtige Waffe, indem man also Russland von seinen Dollarbeständen einfach abschneidet. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum die BRICS-Staaten sagen, okay, wir brauchen ja eine eigene, große, dominante Weltreservewährung, damit wir nicht so abhängig sind von den westlichen Staaten und deren Währungen. Und hinzu kommt natürlich, um am Beispiel der USA zu bleiben, dass die USA auch durch den Dollar und auch durch verschiedene historische Entwicklungen große Dominanz haben, auch wichtige Institutionen wie beispielsweise den IWF oder auch die Weltbank und dadurch natürlich auch maßgeblich mitbestimmen können, wer Kredite bekommt im Notfall, wer also nicht. Und auch da sehen die BRICS-Nationen natürlich eine westliche Dominanz und wollen sich dem entziehen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es denn normal, dass eine Weltleitwährung ins Hintertreffen gerät und eine neue entsteht? Und da muss ich euch sagen, historisch gesehen ist das absolut normal, blende ich euch mal eine Grafik ein. Die Grafik stammt von Cointelegraph und zeigt euch so die globalen Reservewährungen seit 1450. Und ihr seht, dass so alle 80 bis 120 Jahre ja, so eine Währung oder die Dominanz eines Landes mit seiner Weltleitwährung abgelöst wurde. Also das begann mal bei Portugal, ging dann über Spanien, nach Niederlande, Frankreich, UK, also Großbritannien und die USA, die seit mittlerweile ja, gut 100 Jahren die Weltleitwährung stellen. Allerdings seht ihr auch, dass statistisch gesehen so langsam der Dollar oder die Dollardominanz ja, sich überlebt haben könnte, weil spätestens alle 110 Jahre so ein Wechsel angestanden hat, zumindest in der Vergangenheit. Und jetzt wird es natürlich spannend. Schauen wir doch mal rein, wie der Dollar denn so aktuell noch als Weltleitwährung, als Weltreservewährung bei den Notenbanken akzeptiert wird. Habe ich noch eine Grafik für euch. Die Grafik stammt von wolfstreet.com und zeigt euch mal so seit 2014 die Entwicklung des US-Dollar an den Beständen der Zentralbanken weltweit. Und ihr seht, dass der Dollar seine Dominanz zwar immer noch hat, allerdings mittlerweile verliert, also so von 2/3 der Devisenreserven oder Devisenbestände im Jahr 2014 sind es mittlerweile unter 60%, die in Dollar gehalten werden. Also der Dollar verliert, ja, könnte man sagen, einfach an Akzeptanz so langsam. Es ist jetzt keine große dramatische Entwicklung, dass der Dollar jetzt von über 2/3 auf mittlerweile 40% gefallen wäre. Aber ihr seht schon, er wird in seiner Dominanz und Akzeptanz einfach geringer. Und da blende ich euch noch eine Grafik ein, denn die zeigt jetzt mal so am unteren Rand der Weltreservewährungen, welche Währungen es dort gibt und welche so in den Bilanzen der Notenbanken noch auftauchen. Und ihr seht, es gibt verschiedenste Währungen. Es gibt auch den RMB, das ist die rote Linie, das steht für Renminbi, also die chinesische Währung. Die konnte in den letzten Jahren ihren Anteil an den Weltdevisenreserven etwas ausbauen, also von 1% auf mittlerweile 2,5%, vielleicht mittlerweile auch knapp 3%. Aufgrund der Sanktionen gegen Russland wird der Renminbi beliebter. Aber ihr seht, dass er momentan noch keine große Rolle spielt. Ihr seht aber auch ganz klar, dass so die Währungen anderer BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien oder auch Südafrika, deren Währungen spielen absolut gar keine Rolle bisher in diesem Mix aus globalen Devisenreserven. Also kann man festhalten, der Dollar ist nach wie vor die absolut dominierende Währung innerhalb der Devisenreserven, auch als Weltleitwährung. Er verliert allerdings an Akzeptanz, während so die chinesische Währung als einzige der BRICS-Nationen so ganz langsam sich nach oben arbeitet. Daraus aber jetzt abzulesen, dass die BRICS-Staaten irgendwie erstmal eine große Chance hätten, ihre eigenen Währungen hier zu etablieren, ja, das ist momentan nicht absehbar. Das ist vielleicht ein Prozess über viele Jahre, aber ein schneller Wechsel wird hier auf jeden Fall nicht vonstatten gehen. Aber man kann ja das Gedankenexperiment mal weiterspielen. Die BRICS-Staaten haben zumindest die Absicht, eine eigene Währung zu entwickeln und da wird spannend, wie die dann aussehen könnte. Also nimmt man alle Währungen zusammen in einem Korb und begibt eine neue oder begibt man eine Art Parallelwährung, die dann auch Art des Sonderziehungsrechts des IWF ja, von den BRICS-Staaten mit verwendet werden kann für Transaktionen, für Kreditvergaben. Also das wird spannend. Und das wirklich Interessante, und deswegen wollte ich auch, dass ihr mal so die Anteile anhand der globalen Devisenreserven seht, der verschiedenen Währungen.
Wenn wir jetzt die BRICS-Staaten zusammennehmen, die ja auch an den Devisenreserven gar keinen Anteil momentan haben, und die begeben eine neue Währung, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese neue Währung auf einmal auf großen Zuspruch treffen wird und groß akzeptiert werden wird, egal ob es jetzt Einzelwährungen sind oder ein Korb. Aber was wäre denn, mal ein bisschen weiter gesponnen und lass mir da gerne einen Kommentar da, wenn natürlich so eine neue Währung gleich durch eine Art ja, verstärktes Vertrauen gedeckt ist, also nicht nur durch das Vertrauen in die Zentralbanken, sondern durch eine wirkliche Deckung. Ich hatte es im Intro angesprochen, sei es durch Gold. China akkumuliert ja viel Gold, Russland akkumuliert Gold, also viele BRICS-Nationen sind sehr goldaffin. Man könnte also eine Art Golddeckung oder Teilgolddeckung einführen. Oder man könnte sogar weitergehen und eine Art Rohstoffdeckung einführen. Also viele BRICS-Nationen sind ja große Rohstoffexporteure, haben große Rohstoffvorkommen. Und dass man versucht, über die Rohstoffschiene, gerade auch die Rohstoffe, die der Westen benötigt, diese Währung zu decken, dadurch Vertrauen zu schaffen und dadurch auch eine westliche Akzeptanz zu erreichen. Also das ist jetzt alles noch im Bereich der Gedankenexperimente. Ich bin da wirklich auch auf eure Meinungen gespannt. Aber ja, lasst mich mal wissen, wo ihr die Reise so hingehen seht. Ich für meinen Teil, um jetzt auch ein Fazit zu bringen, sage, das ist noch ein weiter Weg, bis die BRICS-Staaten eine eigene Währung auf den Weg bringen. Die müssen sich erstmal überhaupt alle grün werden und absprechen. Ihr seht schon, wie schwierig das bei Europa ist. Bei den BRICS-Nationen, wenn jetzt noch Iran und Saudi-Arabien Mitglied werden sollten, die sind sich eh ein bisschen spinnefeind. Also, dass man die alle unter einen Hut bringt in einen gemeinsamen Währungspool, halte ich erstmal für schwierig, aber der Weg ist natürlich erstmal vorgedacht und der Weg ist vorgezeichnet. Der Dollar wird Akzeptanz und Dominanz auf jeden Fall verlieren und andere Währungen werden emporkommen. Ja, der bekannte Hedgefonds-Investor Ray Dalio sagt, die nächste große Währung wird der chinesische Renminbi, werden wir auch sehen. Oder es wird halt ein Mix aus einem Währungskorb verschiedener Währungen, vielleicht mit einer Art Deckung aus den BRICS-Nationen. Also spannende Entwicklungen, unbedingt ein Abo da lassen, wenn euch das Thema interessiert. Ich werde das weiter hier begleiten, weil ich finde das einfach ja, extrem wichtig, auch zu sehen, wie sich so global die Geopolitik, die globale Macht verschiebt, weil da muss man ja auch als Investor darauf achten, wo die Märkte von morgen sind und wo Regionen sind, die vielleicht ja, abgehängt werden. Gut, dann war es das jetzt aber wirklich für dieses Video. Ich bin Sebastian Hell, ihr seht mich wieder im nächsten und bis dann.